Es wird ein krasses Spiel. Ich glaube, jedes Mal, wenn man für Deutschland auflaufen kann und dann gegen Frankreich spielt, dann weiß man, dass das krass wird, egal ob Jugend-, Junior-Nationalmannschaft oder jetzt bei den Männern. Und ja, da sind einfach Jungs dabei, die habe ich als Vorbilder, als Idole und ich glaube, viele andere von uns aus der Kabine auch. Und da wird es für uns darum gehen, nicht allzu viel Respekt zu haben. Auch zu wissen, wie gut wir sein können und das dann auch mit unserem Publikum zu einem besonderen Spiel zu machen, weil ich glaube, nur wenn wir uns auf unsere individuellen Qualitäten verlassen, dann sieht es schlecht aus, wenn man gegen all die Jungs da drüben spielt. Es geht zwischen uns beiden, wer die Punkte mitnimmt und von daher ist das Spiel jetzt übermorgen, wo wir eine riesen Leistung bringen müssen, um Chance zu haben gegen die Franzosen. Die sind einer der mitten neben denen, die Mannschaft, die der größte Favorit ist auf diesen Titel und die haben eine wahnsinnig Breite. Aber wir gehen an dieses Spiel natürlich, um alles dafür zu tun, dass wir das Spiel gewinnen. Was braucht man gegen so eine Mannschaft? Tja, das werde ich nicht erklären. Also es ist vieles, was wir einfach besser machen müssen. Wir brauchen einen so gut wie perfekten Tag, um die zu schlagen. Das ist natürlich individuell mit Dänemark die am besten besetzte Mannschaft. Von daher müssen wir wieder in der Abwehr unglaublich gut reinkommen, um da den Torhütern zu helfen. Das wäre eine ähnlich gute Leistung, vielleicht auch bei den 100% kriegen wir im ersten Spiel, weil sonst wird es einfach schwierig, das brauchen wir für unser Spiel und daraus müssen wir dann ins Tempospiel kommen. Also es muss natürlich schon nahezu perfekt laufen für uns. Wie groß ist denn Ihr Glaube, dass Sie diese Weltklasse-Mannschaft schlagen können? Die ist groß. Also wenn wir gehen in das Spiel, das zu gewinnen, auch wenn die Experten uns eher das nicht zutrauen.